Die Frau Petersen studiert Humanbiologie und Kognitionswissenschaften und ist ausgebildete Trainerin für wissenschaftliches und kreatives Schreiben und Lesen. Somit sind Lernen und Lehren, Sprache und Kommunikation ihre Arbeitsschwerpunkte. Sie ist auch Autorin mehrerer Fachbücher und hält jetzt bei uns den Abschlussvortrag, der sozusagen dann auch die Fachtagung beendet und erklärt uns, was aus Sicht der Neurobiologie in unseren Köpfen vorgeht, wenn wir digital lernen. Digitales Learning and the Brain. Bitte sehr. Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich hier, wenn auch nur online, eingeladen wurde, die Abschluss-Keynote zu halten. Und habe, soweit ich es zeitlich untergebracht habe, auch sehr interessiert und jetzt auch ganz begeistert viele Vorträge und auch so hineingeschnuppert, die hier gelaufen sind. Und jetzt hoffe ich, dass Sie noch fit genug sind nach dieser tollen Tagung und nach den nicht so tollen Nachrichten, die uns erreicht haben, jetzt noch mal eine gute Dreiviertelstunde Ihr Hirn zu aktivieren und mir noch ein wenig zu folgen. Ich werde jetzt auch gleich meinen Bildschirm freigeben für Sie. Ich hoffe, das funktioniert. So. Genau. Sie sollten jetzt gleich schon mal so eine Variante eines digitalen Arbeitsplatzes sehen, wie der so ausschauen kann. Nicht mehr die allermodernste und sicher auch nicht die geordnetste Variante. Und das, durch diesen Raum werden wir uns jetzt ein bisschen durchbegeben auf unserem Weg zum Thema digitales Learning and the Brain aus Sicht der Neurobiologie. Ja. Wenn wir uns das anschauen, könnte man natürlich viel länger als eine knappe Dreiviertelstunde auch darüber sprechen. In der Ankündigung habe ich hier schon einige Fragen auch formuliert. Also die eigentliche Frage ist, was passiert denn jetzt im Gehirn, wenn es mit digitalen Lernsettings, mit digitalen Medien konfrontiert ist? Und um sich das ein bisschen genauer anzuschauen, ist es natürlich auch notwendig, mal zu schauen, was geschieht überhaupt im Gehirn, wenn Kinder lernen, bevor wir uns dann fragen, verändert jetzt der Gebrauch von digitalen Medien das Gehirn und lernen wir dann irgendwie anders, wenn wir mit digitalen Medien lernen und dann auch zu schauen, okay, und wenn es das verändert oder je nachdem, was wir da uns überlegen werden, welche Vorteile und Nachteile hat das Lernen mit digitalen Medien? Und das ist jetzt auch nichts Neues. Die Idee, dass digitales Lernen anders ist schon sehr, sehr alt. Also 1975 gab es große Schlagzeilen, And the Change to Come. Mittlerweile ist es aus unserem Alltag ja nicht mehr wegzudenken, das Arbeiten mit diversen digitalen Medien. Und natürlich gibt es auch schon seit Jahrzehnten diverse Literatur, die auch aus Sicht der Neurobiologie mitunter Schreckensszenarien malt oder aber auch immer das als digitale Revolution mit sehr, sehr positiven Dingen behaftet sieht. Jetzt sind wir quasi in den letzten 2 Jahren, ob wir wollen oder nicht, da direkt hineingestoßen worden und haben alle ja auch selbst erfahren, inwieweit dieses Lernen mit digitalen Medien, dieses teilweise erzwungene auch und eben nicht mehr freiwillige, wir sind ja hier in einer Community von vielen Leuten, die sich auch schon lange freiwillig damit auseinandergesetzt haben, wie sich das auswirkt. Und wir sehen ja auch, dass das sehr unterschiedlich ist, je nachdem, in welchem Setting wir jetzt mit digitalen Medien arbeiten und lernen, so empfinden wir das anders, so empfindet das auch, verarbeitet das auch unser Gehirn anders, ob wir jetzt hier mit Kindern gemeinsam im Homeoffice arbeiten oder die Kinder hier lernen müssen oder ob wir einen guten Raum haben, wo wir uns vielleicht auch mit dem Gebrauch von digitalen Medien besonders gut konzentrieren können. Vielleicht nicht gestresst herumfahren müssen oder wohin fliegen, sondern hier sehr gut arbeiten können.
vielleicht auch mal nicht schon so früh aufstehen müssen jetzt im Bereich der Bildung als Teenager, sondern das digitale Medium aus dem Bett heraus einschalten, wie es sicher oft passiert ist. Und alles das kann Vor- und Nachteile haben. Ich möchte mich jetzt gleich einmal auch mehr da hinein vertiefen, als Grundlage, was geschieht denn überhaupt genau im Gehirn, wenn Kinder lernen? Und das ist natürlich ein riesiges Thema. Da gibt es jetzt auch nicht so die einfache Antwort. Aber ich möchte Ihnen so ein paar Grundlagen auch ganz kurz anreißen, die, wie ich glaube, ganz wichtig sind. Wir haben ja auch schon gehört, was ist auch wichtig für einen Lernerfolg, Autonomie. Ich habe gehört, guter Unterricht, ja, aber was ist denn dann überhaupt, wenn guter Unterricht passiert, wenn wir motiviert sind, was geschieht dann im Gehirn? Und wenn wir da jetzt ein bisschen hineinschauen, was da eben im Gehirn von Kindern, aber auch von Erwachsenen passiert, wenn wir lernen, dann möchte ich gleich an den Anfang stellen, dass wir uns von einem Bild einfach verabschieden müssen, nämlich dem Bild, dass Lernen passiert, in dem Wissen in jemanden hineingestopft werden kann. Dass also Wissen etwas ist, was wir irgendwie, das sieht man hier an diesem Bild vom Nürnberger Trichter, dass man da so hineinstopfen kann. Und das wurde ja heute auch schon gesagt von der Kollegin Meyer-Rabler, dieses Wissen ist Macht, dieses Denken, dass Lehren eigentlich heißt, ich habe Wissen und entscheide, wem und wie und in welcher Reihenfolge ich das sozusagen weitergebe oder wenn ich jetzt bei dem Bild bleibe, hineinstopfe. Stopfe in eine Person. So funktioniert Lernen aus Sicht der Neurobiologie nicht, aus Sicht der Kognitionsforschung. Wissen wird nicht als Objekt irgendwo hineingestopft und an gewissen Orten gespeichert. Also das heißt, das ist etwas, was wir auch wirklich auslassen müssen sollen aus Sicht der Neurobiologie. Und wir haben heute auch schon gehört, dass das einfach sehr viel Implikationen hat, wenn wir jetzt nicht mehr in einer Welt sind, wo Wissen irgendjemand gehört, sondern wo wir permanenten Informationen ausgesetzt sind. Aus der biologischen Perspektive ist das allerdings nichts Neues, weil unser Gehirn ist permanent einem riesigen Fluss an Informationen ausgesetzt. Und diese Illusion, dass wir das steuern können, ich sage jetzt bewusst provokativ Illusion, die prägt ja sehr unser Bildungssystem, aber wie man sieht, ist es nur bis zu einem gewissen Grade so, dass Lernprozesse von außen eindeutig, hundertprozentig steuerbar sind. Was lernt denn dann? Also wenn wir nicht Wissen ins Gehirn einpflanzen, was lernt eigentlich, wenn das Gehirn lernt? Sind das die Neuronen, aus denen das Gehirn besteht? Da möchte ich jetzt gleich mal sagen, da sehen Sie so drei Neuronen. Wir haben wirklich eine unglaublich hohe Zahl an einzelnen Neuronen im Gehirn. Und da war es auch die Idee, nicht? Also ein Neuron speichert eine Information. Das war durchaus auch theoretisch ein Ansatz. Aber wir wissen heute, auch hier funktioniert das nicht so, dass es so eindeutige Zuständigkeiten gibt, eindeutige, auch so aus der Idee des Maschinenbaus, also Teile, die für gewisse Prozesse ausschließlich zuständig sind, sondern wir haben ein unglaublich riesiges Netzwerk an Neuronen. Wir haben nicht 10 Neuronen, sondern 10 hoch 14 Neuronen. Das kleine Hochgestellte hat er mir da anscheinend verschoben, genau 10 hoch 11 sollte das heißen und 10 hoch 14 Synapsen. Das sind unglaublich viele, also man kann sich das vorstellen wie Sterne in einer Galaxie. Und jedes dieser Neuronen verbindet sich, jedes einzelne betatscht jetzt circa 7000 Mal andere Neuronen, um Verbindungen, sogenannte Synapsen, zu bilden. Gleichzeitig wird aber jedes Neuron auch von allen umliegenden Neuronen betatscht, um Verbindungen zu bilden. Das heißt, am Ende als Erwachsene haben wir ungefähr 50.000 Verbindungen pro Neuron. Das heißt, was wir eigentlich im Gehirn haben, sind nicht einzelne lernende Neuronen, sondern ein riesiges Netzwerk verbundener Neuronen, das lernt. Und das lernt eben nicht dadurch, dass irgendwo in diesem Netzwerk riesige Speicher sind, wo etwas gespeichert wird. Das haben wir schon auch mit künstlicher Intelligenz gesehen, dass das so nicht funktioniert, weil die Speicherkapazitäten irgendwann nicht mehr ausreichen, sondern zum Lösen komplexer Probleme braucht man und eignen sich Netzwerkstrukturen sehr gut. Und was lernt dann jetzt? Aber was heißt das jetzt, ein Netzwerk lernt? Unser Gehirn lernt durch Strukturumbau. Da
Das heißt, dieses Netzwerk wird permanent mit Informationen gefüttert, von innen und von außen, also hereinkommend durch unsere unterschiedlichen Sinne, aber eben auch von innen, wie geht es uns gerade, wie gut sind wir genährt, wie viel Energie haben wir, welche Emotionen lösen da etwas aus in uns. Das heißt, all diese Wahrnehmungen gehen durch dieses Netzwerk und verändern permanent die Struktur. Als kleine Kinder fängt es einmal an dadurch, dass Verbindungen, die besonders oft aktiv sind, erhalten werden und gestärkt werden. Das heißt, beschleunigt werden, die Verbindungen werden stabiler, wenn man so vereinfacht sagt. Und je älter wir werden, desto mehr errichten wir für die Netzwerkpfade, die wir oft brauchen, stabile Autobahnen. Das sehen Sie hier so ein kleines Bild. Diese Autobahnen, die sind dann schon sehr beständig. Das heißt, wenn wir mal so eine Sache auf Autobahnniveau gelernt haben, wenn wir unsere neuronalen Verbindungen myelinisiert haben, wie das so schön heißt, das heißt mit Fett ummantelt, sodass sie wirklich autobahnmäßig schnell wir diesen Wegen folgen können, wir diese Assoziationsnetzwerke, Erinnerungsnetzwerke aktivieren können, dann können wir die auch sehr nachhaltig nutzen, bis ins hohe Alter. Wie kommt es jetzt aber dazu, dass das Hirn jetzt auswählt, was gestärkt, was erhalten wird und was sozusagen wirklich zu Autobahnen ausgebaut wird? Viele von Ihnen denken sich jetzt sicher, Übung macht den Meister, also was, was man oft tut natürlich, ja, und das spielt eine Rolle. Dinge, die man oft tut, da hat man gleich eine relativ schnelle Autobahn im Gehirn, egal was man tut, das ist also jetzt nichts, was nur in der Schule passiert, sondern unser Gehirn lernt eigentlich ja permanent. Das heißt, die Struktur unseres Gehirns wird permanent angepasst. Und je öfter ich gewisse Dinge habe, natürlich auch, desto eher merkt das Gehirn, aha, das brauchen wir öfter. Da bauen wir die entsprechenden Routen, die Verkehrswege aus. Ich finde, ein gutes Bild ist dann dieses Rohrleitungssystem. Weil was unser Gehirn macht, ist eben nicht nur, dass permanent Verbindungen neu aufgebaut werden, sondern irgendwann, und das betrifft eigentlich punkto Lernen auch schon die Kinder, die in die Schule kommen, auch schon im jungen Alter, haben wir eigentlich schon ein ziemlich gutes Verbindungsnetz. Und was dann passiert ist, dass wir eben entscheiden, die Gewichtungen, also wir entscheiden das nicht, sondern unser Gehirn verändert die Gewichtungen in den einzelnen Synapsen. Also das heißt in den Verbindungspunkten zwischen den Neuronen. Und ich finde, das kann man sich ganz gut vorstellen wie bei so einem Wasser- oder Rohrleitungssystem. Wir haben ein riesig großes Netzwerk, aber wir haben immer an den Schnittstellen zwischen den einzelnen Neuronen, also diesen einzelnen Rohrbestandteilen, Synapsen. Und in diesen Synapsen wird auf- und abgedreht. Und das Spannende ist, es kommt jetzt von überall was rein. Also es fließt von allen möglichen Stellen etwas in diesen Rohrleitungen. Da fließt schon vorher was herum durch gewisse Kanäle. Und wie unser Gehirn jetzt damit umgeht, wohin diese Flüsse umgeleitet werden, das entscheidet sich einerseits natürlich dadurch, ob es da Autobahnen gibt, ob es da Verbindungen gibt, aber vor allem auch dadurch, welche von diesen Wegen sind jetzt gerade aufgedreht und welche sind gerade nicht aufgedreht. Und unser Gehirn entscheidet das vor allem dadurch, dass wir eigentlich sozusagen Flussverbindungsmuster, Aktivierungsmuster uns abspeichern. Das heißt, wenn ich sozusagen immer, wenn ich in einen gewissen Raum gehe, weiß schon, ah ja, in diesem Raum, da kann ich mich gut entspannen oder an diesem Ort, dann wird automatisch, wenn ich in diesen Raum gehe, wenn ich auch vielleicht nur ein Bild von diesem Raum sehe, werden alle damit assoziierten Verbindungen aufgedreht. Also das heißt, ich lerne eigentlich dadurch, dass Dinge gleichzeitig aktiv sind, kann ich dann, egal wenn, von welcher Seite ich sozusagen dieses Netzwerk wieder aktiviere, werden dann gleich automatisch alle Verbindungen, alle Drehstücke wieder so umgeschalten, dass ich dieses Netzwerk wieder aktiviert habe. Und da kann ich dann immer wieder was dranhängen oder was dazu tun. Das ähnelt sich sehr auch sozialen Netzwerken oder anderen Netzwerkstrukturen. Und das ist es auch, was wir unter synaptischer Plastizität verstehen. Sehr, sehr schnell können wir, unabhängig von den bestehenden Autobahnen, hier justieren. Und gegebenenfalls werden dann natürlich auch immer wieder neue
Verbindungen dazugebaut. Aber je älter wir werden, desto mehr braucht man, desto weniger braucht man neue Verbindungen, desto weniger haben wir auch Ressourcen, um die immer wieder aufzubauen. Desto mehr bestehende Verbindungen können wir aber nutzen, um durch Veränderung und Hinzufügen und Koppeln von verschiedenen Netzwerken etwas zu lernen. Das heißt, wir lernen dadurch am Anfang, dass wir diese Rohrleitungen bauen und später dadurch, dass wir die vorhandenen Strukturen optimal nutzen und zum richtigen Zeitpunkt sozusagen die richtigen Aktivierungsmuster hier einstellen. Und da kommt also, wie gesagt, von allen Sinnen was rein, visuell, akustisch, aber vor allem auch haptisch, körperlich. Also unsere gesamte Wahrnehmung wirkt hier zusammen. Und je mehr Kanäle ich habe, desto leichter kann ich auch ein Erinnerungsnetzwerk, erinnern heißt eigentlich, dass ich ein Netzwerk wieder aktiviere, das zu einem gewissen Ziel führt, also eine Erinnerung, dass ich etwas weiß oder auch, dass ich etwas kann. Und je mehr Kanäle da mitspielen, von desto mehr verschiedenen Seiten kann ich das auch wieder aktivieren. Und, das heißt, eine reichhaltige Umgebung, eine reichhaltige Reizumgebung hat eine sehr wichtige Bedeutung für das Lernen. Und jetzt nicht, woher kommen diese Reize? Was lernen wir? Je kleiner wir sind, also in dieser Zeit in der Kindesentwicklung, lernen wir natürlich ganz viel durch Imitieren und wir kriegen dann positive Rückmeldungen, vor allem von zu Hause. Und lernen dann ganz unbewusst, ohne dass wir jetzt merken, dass wir lernen, diverse Dinge wie Rollenklischees, aber auch ganz alltägliche Dinge. Das heißt, unser Gehirn lernt ununterbrochen durch das Feedback, was mein Gehirn jetzt, was es jetzt tut, was es gut kann, wie es reagiert. Das kriegt ja wieder ein Echo von außen, das vor allem jetzt auch auf einer emotionalen Ebene wirkt und gerade die Emotionen, die Neurotransmitter, die da ausgeschüttet werden oder eben nicht, die sind es genau, die diese Dreher in den Synapsen aufdrehen oder zudrehen und dazu führen, dass ich vielleicht etwas, was ich eh kann, wo ich eh eine gute Verbindung habe, eine Autobahn im Gehirn, dass ich das jetzt aber gerade nicht aufdrehe und nicht diese Route einschlage. Und je älter wir werden, desto wichtiger sind natürlich Freunde und Gleichaltrige, die soziale Umwelt, in der wir auch reüssieren müssen als Erwachsene. Und die Pubertät ist da auch die Zeit, wo unser Gehirn nochmal Ressourcen hat, alles ziemlich umzubauen, um sich an die Gegebenheiten des aktuellen Lebensumfelds auch nochmal anzupassen. Und da kann nochmal alles umgebaut werden. Das heißt, diese Orientierung an Gleichaltrigen, die auch die Frau Professor Spiel erwähnt hat, die ist tatsächlich eine evolutionär entstandene Möglichkeit unseres Gehirns, sich noch einmal an die aktuellen Lebensumstände anzupassen. Das heißt, unser Gehirn verändert sich eigentlich ununterbrochen und alles, was wir erleben, alles, was wir an Rückmeldungen bekommen, verändert unser Gehirn. Das heißt eigentlich Lernen aus neurobiologischer Perspektive. Ja. So ein kleiner Überblick, was so grob abgerissen im Gehirn passiert, wenn Kinder lernen, wenn wir Erwachsene lernen. Aber wie anders ist das denn jetzt, wenn wir digitale Medien gebrauchen? Was sind da so auch die Vor- und Nachteile? Und wenn wir da jetzt hineinschauen, ich gehe jetzt da auf ein Bild von einem klassischen Tool, sind Sie jetzt wahrscheinlich schon mit mir mitgegangen, wenn alles, was wir erleben, das Gehirn verändert, verändert es natürlich auch unser Gehirn, ob wir ein Steinwerkzeug als Tool verwenden oder ein Smartphone. Und tatsächlich hat unser Gehirn auch längerfristig sich evolutionär verändert an die Tools, die wir verwenden konnten. Aber auch in der individuellen Entwicklung verändert sich unser Gehirn, je nachdem, was wir von klein auf erleben. Das ist jetzt aber nichts Besonderes. Die digitalen Medien verändern unser Gehirn, sondern das Steinwerkzeug verändert unser Hirn, hat es genauso verändert, wie es jetzt neue Technologien tun, wie es vor allem auch die Akzeptanz dieser Technologien in der relevanten sozialen Gruppe tut, weil da kriegen wir die Rückmeldungen, wie das jetzt ist, wie wir das verwenden. Und insofern, ja, die Antwort ist ganz klar, die Verwendung jedes Tools verändert unser Gehirn. Ich möchte jetzt vielleicht den Blick lenken auch auf das Lesen, weil wir ja oft so viel auch hören, digitale Medien, es ist jetzt alles nur noch visuell, die Kinder lesen gar nicht mehr, oder zumindest ich kriege das immer wieder zu hören. Das ist ja ganz schrecklich und schlecht.
Also ich bin eine, Lesen ist sozusagen mein großes Faible, aber es muss ganz klar sein, Lesen verändert natürlich das Gehirn auch gewaltig. Und tatsächlich haben wir momentan, es werden sich jetzt viele tolle Studien post-Corona kommen, die auch Phänomene neurobiologisch untersuchen. Aber was wir zum Beispiel schon wissen, ist, wie stark Lesen unser Gehirn verändert. Ich will da jetzt nicht so ins Detail gehen, aber Stanislas Dehaene hat das in seinem Buch Lesen schön gezeigt. Das ist zum Beispiel jetzt ein Faserbündel, das steht für die Autobahn, die man ins Gehirn einbauen muss. Und zwar ist das eine recht dicke Autobahn, wie Sie sehen. Also das ist ein ganzes Gehirn und da hat man hier diese visuellen Zentren, wo man Muster wahrnimmt, die Buchstaben schwarz auf weiß, welcher Schrift auch immer, und die sprachlichen Zentren. Und da muss erst, damit man wirklich sinnerfassend flüssig lesen, muss so ein daumendickes oder fingerdickes Autobahnwürstel eigentlich erst ins Hirn eingebaut werden. Diese Veränderung können wir feststellen. Diese Autobahn gibt es bei AnalphabetInnen nicht, hat der Herr Dehaene sehr schön gezeigt. Und ganz klar, je früher wir hier anfangen mit diesem Autobahnbau, ja, dass wir diese Verbindung schon sehr früh haben, durch Frühexposition, desto früher fangen wir an, desto früher ist die Autobahn fertig. Aber prinzipiell können wir auch noch als Erwachsene sehr gut lesen lernen. Da haben wir halt vielleicht weniger Ressourcen zum Autobahnbau. Und es gibt aber auch Vorteile, alle, die sich in der Erwachsenenbildung zum Beispiel mit Sprachenlernen beschäftigen, wir lernen es dann einfach anders, weil wir schon andere Autobahnen haben, die wir benutzen können. Und dann geht es halt genauso schnell über eine andere Route. Das heißt, auch hier diese Individualität der Lernwege, natürlich macht es Unterschiede. Was wir aber heute wissen, ist, dass das nicht bedeutet, dass es nur einen Weg gibt, sondern dass es ganz, ganz viele Lernwege gibt und dass das auch ermöglicht werden soll. Dass also diese Idee des klassischen Instructional Designs, da gibt es einen optimalen Weg, wie man etwas lernt, einfach auch nicht dem entspricht, wie unser Gehirn funktioniert. Und wir wissen auch zum Beispiel, dass gehörlose Menschen ganz anders sprechen lernen und es trotzdem lernen können. Und Menschen mit Down-Syndrom, obwohl sie hören können, eher so gut sprechen lernen, wie es gehörlose Menschen gut können, durch das Fühlen. Und diese unterschiedlichen Lernwege, diese unterschiedlichen Netzwerke, die da aufgebaut werden, können ganz unterschiedlich sein und trotzdem kann die Performance am Ende durchaus gleichwertig sich darstellen. Das heißt, ja, also Lesen verändert das Gehirn auch sehr, sehr stark und hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Und hier können natürlich auch digitale Medien das verändern. Ja, wenn ich ja Legasthenikerin bin, hier sehen Sie vielleicht ein bisschen so dyslexische Schriften eingeblendet, dann kann ich hier, indem ich eine andere Wahrnehmung ermöglicht bekomme, vielleicht schneller doch auch lesen lernen, als ich es mit fixen gedruckten Buchstaben habe. Oder vor allem, wenn ich schreiben muss und nicht tippen darf. So hat alles also viele verschiedene Möglichkeiten und Vor- und Nachteile. Nachdem ich Ihnen jetzt irgendwie so gezeigt habe, ja, alles, was wir tun, verändert, alle Tools, die wir einsetzen, alles, was wir an Lernsettings verändern, verändert unser Lernen, möchte ich mir jetzt noch die Vor- und Nachteile ein bisschen näher anschauen. Was ist jetzt also, was macht es aus, ob wir das digitale Lernen, und ich gehe jetzt wieder zurück zu diesen Homeoffice-Situationen, dass unser Gehirn das gut verkraften, gut verarbeiten kann. Und gut heißt jetzt immer individuell gut. Ja? Und was spielt da eine Rolle? Was ist da anders? Und tatsächlich ist gar nicht so viel anders jetzt am Lernprozess, sondern was vor allem momentan zu kurz kommt, und das haben wir ja auch schon zum Beispiel im ersten Keynote sehr gehört, ist die Vereinzelung oder auch jetzt im zweiten Keynote diese Defragmentierung und Isolierung von uns als Menschen. Da kommt jetzt nämlich etwas zum Tragen, was ich vorher noch nicht erwähnt habe. Früher hat man ja oft geglaubt, unser Hirn lernt ganz im Kopf quasi eingeschlossen für sich allein. Jedes Individuum hat vielleicht unterschiedliche Lernwege, wie ich es gerade dargestellt habe, aber sozusagen, wie ich lerne, entscheidet sich in mir. Wir wissen heute, dass das nicht so ist. Wir sind sehr, sehr soziale Lebewesen und auch evolutionär ist unser Gehirn dafür auch designt, in einer sozialen Gruppe gut zu funktionieren. Und tatsächlich funktionieren wir auch als Bestandteil einer
Gruppe, wenn unser Gehirn sozusagen Feedback kriegt von anderen Menschen, wenn da auch dadurch werden Emotionen ausgelöst und diverse Neurotransmitter, die dann eben in diesen einzelnen Synapsen regulieren, welche Netzwerke eingeschalten und auch nachhaltig ausgebaut werden. Die werden vor allem dann aktiv, wenn wir auch in einem sozialen Setting sind. Und wir wissen, dass unsere Performance auch bei ganz standardisierten kognitiven Tasks nicht unabhängig davon ist, in welcher Gruppe wir diese Performance abliefern oder auch als Teil welcher Gruppe wir uns fühlen. Also das macht einen Unterschied, mit welchen Leuten ich in einem Raum sitze, wenn ich eine mathematische Aufgabe löse. Es macht einen Unterschied, zu welcher Gruppe ich mich zugehörig fühle, wenn ich sprachliche Performance mache. So, wir wissen heute, dass wir eben nicht das Hirn im Glas haben, das unabhängig vor sich hin denkt, sondern dass wir ein Social Brain haben. Dass unsere Performance und auch welche Netzwerke eingeschalten werden sind, immer abhängig sind von dem und was in der Gruppe passiert und dass wir wissen heute sogar, dass auch unsere Hirnwellen sich sehr harmonisieren, wenn ich Leute sehe, wenn ich mit Leuten in einer Gruppe bin. Das hat nichts unbedingt Esoterisches an sich, sondern das liegt daran, dass wir extrem gut darin sind, diverse Reize wahrzunehmen, die zum Beispiel visuell, aber eben auch körperlich, olfaktorisch an uns herankommen und die wirken sofort mit in dieser Umschaltung in unseren internen Netzwerken. Und wenn das wegfällt, und das ist leider heute noch oft der Fall in Lernsettings, dann wirkt sich das negativ aufs Lernen aus. Wir wissen aber auch, dass gerade soziale Netzwerke und in digitalen Medien natürlich auch sehr gut stattfinden können, dass Leute teilhaben können, die vielleicht so nicht teilhaben, dass wir über große Entfernungen teilhaben können. Das heißt, die Frage, wie sich digitale Medien auf das Gehirn und auf das Lernen auswirken, liegt wieder, und das sind wir uns in allen Keynotes sehr einig gewesen, liegt eben auch daran, in welcher Art erfolgt diese soziale Einbettung. Und wenn wir uns über Zoom treffen und ein nettes Meeting haben, dann haben wir auch dieses Gefühl. Wichtig ist, wie wird dieses soziale Miteinander auch von verschiedenen sozialen Gruppen, die meine kognitiven Prozesse steuern, gestaltet. Und jetzt bin ich in die falsche Richtung geswitcht. Und auch das Social Brain, also hier sehen Sie die Netzwerke im Gehirn, die für dieses Social Brain Netzwerk, das auch aktiviert sind, relevant sind. Da gibt es die emotionalen Netzwerke, die Fähigkeit, Empathie zu zeigen, sich Dinge vorzustellen, nachzumachen, auch dieses Simulationslernen, dass ich eben was nachmachen kann, dass ich was tue und auch wieder wahrnehme, was passiert da, wenn ich das tue. Diese Spiegelnetzwerke, all die gehören zu unseren sozialen Netzwerken und die steuern dann eben diese Justierung in unserem Rohrleitungsautobahnsystem. Also ob eine Autobahn gesperrt ist gerade, obwohl ich sie habe oder eben nicht. Und das ist einer der Knackpunkte momentan im Umgang mit digitalen Medien. Dass wir das eben ganz oft auch ein bisschen aus den Augen verloren haben. Das verändert Lernen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass unser Gehirn nicht nur ein Gehirn im Glas ist im Sinne des einzelnen Gehirns und der vielen Gehirne, sondern es ist auch Teil unseres Körpers. Und wir wissen heute, dass tatsächlich, was wir mit unserem Körper tun, eine große Auswirkung hat auf unsere Performance. Damit meine ich natürlich einerseits das physische Wohlbefinden. Also wenn Sie ein bisschen dehydriert sind und jetzt schon lange nichts getrunken haben, machen Sie einen Schluck. Ich mache das jetzt auch. Denn ein bisschen dehydriert sein heißt schon, dass Ihre kognitive Performance sich bis um 30% vermindert. Das heißt einerseits dieses physische Wohlbefinden, das wir nicht haben, wenn wir uns zu wenig bewegen, wenn wir ewig lang sitzen, wenn wir uns nicht gut versorgen. Und das ist natürlich jetzt auch sehr zu kurz gekommen in dieser Pandemiezeit. Generell muss das aber, also ist das etwas, wo auch digitale Medien sich sehr weiterentwickeln können. Wir haben vorher gehört, auch im ersten Keynote des heutigen Tages, Augmented Realities und sowas. Da geht die Entwicklung hin und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entwicklung, dass wir unsere kognitive Performance nicht unabhängig von unserer körperlichen Verfasstheit
sehen. Und tatsächlich weiß man auch, zum Beispiel, gebe ich jetzt ein schönes Beispiel, was mir immer sehr gut gefallen hat, wenn ich auf einem Laufband gehe und unterschiedlich schnell gehe und ich werde gleichzeitig, sozusagen kriege ich die Aufgabenstellung, Entfernungen einzuschätzen, dann beeinflusst meine Gehgeschwindigkeit die Einschätzung der Entfernung. Das ist ja total sinnvoll, evolutionär, weil wenn man sich früher, war es nicht wichtig zu wissen, wie weit ist bis dorthin, sondern wann bin ich dort? Und das hängt natürlich davon ab, wie schnell ich gehe. Das heißt, diese Embodied Cognition versteht unser Gehirn auch immer als Teil eines Körpers, der dann wieder Teil einer sozialen und physischen Umgebung ist. Und unsere kognitive Performance ist sinnvollerweise auch daher nicht davon unabhängig. Das ist, was auch mit Embodied Cognition gemeint wird. Und da gibt es viele Beispiele. Sie haben schon gehört, ich beschäftige mich mit Sprache und Kommunikation. Und viele von Ihnen wissen das vielleicht, dass wir uns Vokabelwörter sehr viel besser merken, wenn wir eine spezifische Begebung dazu machen. Da gibt es schöne Studien, eh schon seit langem noch vom Max-Planck-Institut München. Und da sehen Sie hier auch, wenn ich ein audiovisuelles Wort lerne, also wenn ich die Sinne aus meiner audiovisuellen Bereich verwende und wenn ich ein Wort mit Gesten lerne, wie viel mehr Zentren da aktiv sind. Und das bedeutet, ich habe ein viel größeres Netzwerk, über das ich mich erinnern kann, über das ich dieses Wissen, das da in dieser Struktur gespeichert ist, auch aktivieren kann. Und es ist dadurch auch viel mehr im System verwurzelt. Und dieses Körperliche jetzt, also einerseits habe ich vorher schon gesagt, die Verfasstheit, aber auch diese Sinne zu nutzen, unsere Propriozeption, wie bewege ich mich, unsere Motorik, unsere Gesten, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, der leider auch noch viel zu kurz kommt bei digitalen Lernprodukten. Aber wir haben hier vielleicht sogar mehr Möglichkeiten als beim Sitzen, weil, also um ehrlich zu sein, ob man jetzt stundenlang in einer Klasse am Platz sitzt oder vor dem Computer, macht jetzt nicht so viel Unterschied. Ich habe vielleicht sogar mehr visuelle Vielfalt über digitale Medien. Das heißt, unser Schulsystem hat diesen Aspekt ja schon lange sehr vernachlässigt. In den Primärstufen tut sich da viel schon, aber ich sage jetzt mal meiner Wahrnehmung nach von außen, ich bin ja jetzt nicht im Schulsystem so integriert, außer als Mutter, ist in den höheren Schulen da auch noch ganz viel zu tun. Und das sei es jetzt die bereits erwähnte Schularchitektur oder ganz viele andere Punkte, die einfach eine Änderung unserer Haltung bedingen, die würden im Zusammenhang mit digitalen Medien das erleichtern. Aber momentan ist auch der Einsatz von digitalen Medien oft so gestaltet, dass dieser Aspekt des Lernens zu kurz kommt. Und da kann man sich auch viel dazu überlegen, denke ich. Also, und sei es, dass man hier digitale Medien nützt, um wirklich mit Kamera zu arbeiten. Ich denke, viele von Ihnen haben auch gemerkt, was das für einen Unterschied macht. Das ist der zweite Punkt, also das Social Brain, das Embodied Brain. Ich glaube, die größte Herausforderung im Arbeiten mit digitalen Medien oder in unserer digitalen Welt an sich, ist aber die Reizüberflutung. Und da ist unser Hirn einfach tatsächlich überfordert, wenn wir sehr viele Dinge gleichzeitig tun müssen. Dieses Multitasking, wie man so oft spricht, das belastet unser Gehirn, weil wir vor allem für das Bewusste verarbeiten, aber auch unbewusst, wenn da zu viel reinkommt, dann sind zu viele widerstrebende sozusagen Inputs, sodass unser Gehirn auch nicht sich für einen Modus so leicht entscheiden kann. Was dann passiert ist, dass wir alles gleichzeitig machen und tatsächlich, vor allem wenn wir mit unserem bewussten Denken Dinge gleichzeitig erledigen wollen, da haben wir nur eine recht beschränkte Kapazität an Aufmerksamkeit. Das heißt, da ist es notwendig, dass wir unsere Aufmerksamkeitssteuerung sehr, sehr gut unter Kontrolle haben, dass wir eben nicht immer unsere beschränkte Energie aufteilen auf 100 Sachen. Manchmal ist das auch sinnvoll, immer wenn man irgendwas unter Kontrolle behalten muss oder beim Autofahren, ja, da machen wir das. Da haben wir das aber auch schon automatisiert. Wenn wir uns aber mit voller Energie auf eine Sache stürzen wollen, dann müssen wir auch und sehr schnell unsere Rohrleitungssysteme umschalten können. Und diese Kompetenz, unsere unterschiedlichen Netzwerke im Gehirn. Und das könnte sich wirklich wieder so vorstellen mit diesen Wasserleitungen, da sehr schnell von einem Durchflussmuster auf ein anderes zu schalten, das ist eine Herausforderung. Und es wurde ja schon gesprochen von Selbstorganisation und tatsächlich bedeutet das auch eine Kontrollstärke,
in manchen Instanzen, die eben auch entscheiden, wo schalten wir jetzt um. Und wenn wir jetzt kurz dann auch nochmal wieder ins Hirn zurückschauen zur Aufmerksamkeitssteuerung, ist das jetzt nicht nur wesentlich dafür, welche Verhaltensweisen wir einschalten, sondern wenn es jetzt ums Lernen geht, bestimmt unsere Aufmerksamkeit ja auch, was wir überhaupt wahrnehmen, damit wir es lernen können. Weil wenn Sie sich jetzt vorstellen, da haben wir dieses Rohrleitungssystem, wenn da einige Inputkanäle von Anfang an zugedreht werden, das heißt, wir haben die zwar, aber die sind gerade zugedreht, dann nehmen wir Dinge gar nicht wahr. Meine Kollegin Katharina Turicek hat gerade vor kurzem formuliert, es stimmt gar nicht, dass wir so viel vergessen, sondern es ist eher so, dass wir viele Dinge gar nicht gewusst haben. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn ich zu meinem kleinen Sohn sage, das habe ich dir doch gestern gesagt, hast du das wieder vergessen, dann stimmt das eigentlich meistens nicht, weil er hat es gar nicht wieder vergessen, sondern er hat es eigentlich gar nicht wahrgenommen. Und diese Aufmerksamkeitssteuerung, was lassen wir überhaupt weiter anreizen und was nicht, ist die große Herausforderung bei dem vielschichtigen Umgang mit digitalen Medien. Und da ist auch der Anspruch an digitale Medien, hier einerseits diesen Spagat zu schaffen, nicht zu langweilen, auf der anderen Seite unsere Aufmerksamkeitssteuerung zu unterstützen. Und Aufmerksamkeit, wenn ich jetzt sozusagen aus der neurobiologischen Perspektive oder auch der psychologischen spreche, ist jetzt auch nicht einfach. Das ist nicht so ein Aufmerksamkeitsnetzwerk, sondern auch hier sind verschiedene Teile relevant. Ich habe da jetzt mal die drei wichtigsten rausgefischt. Das eine ist eben auch sehr im Zusammenhang mit unserer körperlichen Verfasstheit. Wie müde, wie gestresst bin ich? Das nennt sich Aktivierung. Die ist in ganz basalen Hirnregionen gesteuert. Das kann ich auch nicht, ich kann auch auf dieser Ebene nicht aktiviert sein wollen. Ich kann einen Kaffee trinken vielleicht, mich gut ernähren, genug schlafen. Aber gerade in unseren jetzigen Situationen habe ich schon gemerkt vor dem Vortag, jetzt haben wir wieder Lockdown, das stresst mich. Das heißt, ich bin überaktiviert und überlege mir, wie ich das jetzt machen werde nächste Woche. Dieser Stress ist eine Überaktivierung, die führt schon dazu, dass ich nicht so viel Aufmerksamkeitsbudget habe, sozusagen, um zu steuern, was jetzt reinkommt und was nicht. Und das passiert ganz unbewusst. Das ist sozusagen die Basis, die dann schon gleich einmal ein bisschen kleiner ist, sei es, weil ich jetzt unausgeschlafen wäre oder gerade gestresst bin. Eine zweite Ebene, die unsere Aufmerksamkeit steuert, ist auch eine eher alten Hirnregionen, sage ich jetzt mal, oder sozusagen eine, die nicht so viel mit unserem bewussten Denken zu tun hat, wird als Orientierung bezeichnet. Das heißt, unser Gehirn hat evolutionär gelernt, was ist wichtig für mich, und ein paar Dinge sind immer wichtig, zum Beispiel schnelle Bewegungen. Das ist der Grund, warum man auf einen alten Fernseher immer hinschauen muss, weil das eigentlich ein Lichtflackern ist. Aber auch unser Name oder schlicht und ergreifend Dinge, die jetzt gerade wichtig für uns sind. Und da sind wir jetzt übrigens auch schon bei der Grundlage für jegliche Bubble, aber auch für jegliche Zaubertricks. Wir nehmen in Wirklichkeit ja gar nicht alles wahr, sondern, wie ich vorher gesagt habe, gewisse Aspekte unserer Aufmerksamkeit steuern, was überhaupt rein darf in dieses komplexe Netzwerk und was eigentlich mal außen vorgelaufen wird oder nur ganz klein gedreht wahrgenommen wird. Und diese Orientierung, worauf richtet sich meine Aufmerksamkeit, die ist fürs Lernen auch ganz wichtig. Da können wir allerdings, also das ist jetzt nicht nur angeboren, was ist wichtig, sondern das lernen wir auch von klein auf. Und da kann man auch wunderbar primen. Und weil ich, was heißt jetzt primen? Ich habe vorher Zaubertricks erwähnt. Sie kennen vielleicht also alle tolle Zaubertricks, wo man irgendwas gar nicht bemerkt hat und das ist jetzt anders. Zaubertricks funktionieren genau dadurch, dass wir uns so Mechanismen unserer unbewussten Aufmerksamkeitssteuerung zunutze machen, dass wir auf gewisse Dinge wahrnehmen und andere eben nicht. Und dann können unsere Wahrnehmung wunderbar manipuliert werden. Auch die Werbung arbeitet natürlich dauernd mit solchen Dingen. Und auch in der, im Lernen, ich sage jetzt gar nicht nur in der Erziehung, sondern einfach beim Lernen als Kinder, wenn wir unsere Welt wahrnehmen, merken wir, was ist wichtig für uns, was ist jetzt gerade wichtig für uns. Mein Lieblingsbeispiel, weil ich es persönlich erlebt habe, ist, wie ich schwanger war, habe ich mir gedacht, vermehrt sich jetzt ganz Wien. Ich habe überall Schwangere gesehen
Natürlich ist die Geburtenrate nicht angestiegen vor 7 Jahren, sondern das war für mich ein wichtiges Thema. Ich habe das nicht absichtlich wahrgenommen, es war ein wichtiges Thema und dann fällt einem so etwas auf. Mittlerweile fallen mir gute Spielplätze auf, an denen man toll klettern kann. Die Schwangeren fallen mir mittlerweile nicht mehr auf, ist schon zu lang her. So, da sind wir wieder bei der synaptischen Plastizität. So steuern auch unsere unbewussten Netzwerke, was überhaupt reinkommt. Und hier können wir, glaube ich, auch als PädagogInnen noch ganz, ganz viel mehr Feinschliff machen, indem man vorher schon Primer setzt. Das heißt, unserem Gehirn, und zwar diesem nicht bewussten Teil unseres Gehirns, so Triggerpunkte macht, wie es die Werbung dauernd macht, was jetzt wichtig ist, worauf wir ohne bewusste Denkanstrengung unbewusst unsere Orientierung richten sollen. Und das kann man durch das Gestalten von Lernsettings, durch das Verwenden von Farben. Letztlich ist auch das amerikanische Schulsystem, dass man ein Fach in einem Raum unterrichtet, hat diesen Vorteil oder auch Nachteil. Ne? Ich gehe in das Zimmer und bin schon im Mathe-Modus. Ja? Das kann positiv oder negativ sein. Aber Sie kennen vielleicht auch alle das Phänomen, dass man aus dem Raum geht und sich denkt, ah, was wollte ich jetzt? Dann geht man wieder zurück in den Raum, dann fällt es einem wieder ein. Das hängt auch damit zusammen, dass alles mit allem verknüpft ist. Und wenn der Raum dazukommt, dann erinnere ich mich leichter. Das Problem ist, hier in meinem Homeoffice zum Beispiel, ist der Raum immer gleich. Das, was sich verändert, ist beschränkt auf den Bildschirm. Und diese Beschränktheit macht auch, dass wir diese ganzen aufmerksamkeitssteuernden Komponenten, die wir sonst sehr viel mehr nützen, mit all unseren Sinnen, mit dem Geruch, dass wir die hier viel weniger nützen können. Das heißt, da hier sind wir im digitalen Arbeiten mit Bildschirmen schon sehr beschränkt und am Smartphone ist es noch ärger. Das heißt, da müssen wir uns schon unglaublich fokussieren und da bin ich jetzt beim dritten Teil, bei der bewussten Aufmerksamkeitssteuerung, dass wir unsere Aufmerksamkeit da halten können und das ist anstrengend. Und darum merken wir auch, dass es einfach viel anstrengender ist. Gleichzeitig pusht uns dauernd die Orientierung rein, wenn wir uns da fokussieren wollen, gerade bei den Kindern. Also ich will jetzt eigentlich eh zuhören, aber mein Hirn weiß, es ist super wichtig, die nächste Message auf Insta zu checken und da macht es Bing und da hat mein Orientierungsnetzwerk schon angesprungen. Die alten Gehirnteile sind ja auch noch blöderweise viel schneller als unser Neokortex. Das heißt, das hat schon das Handy aufgedreht, draufgedrückt, das angeschaut, bevor unsere bewusste Aufmerksamkeitssteuerung überhaupt sagen kann, hey, du wolltest ja eigentlich deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten. Das heißt, da in diesem Komplex der Aufmerksamkeitssteuerung, da sehe ich den größten Nachteil auch vom momentanen Arbeiten mit digitalen Medien und auch deswegen einen ganz großen Auftrag, auf diese Aspekte mehr zu schauen bei der Gestaltung von Arbeiten mit digitalen Medien. Also die Aktivierung, wie fit bin ich überhaupt, da kommt das Körperliche rein, unbewusste Ablenkungen ausschalten, aber auch Primer setzen zu dem, was wir wollen. Und dann natürlich kann man auch Konzentration üben, aber das ist jetzt auch so eine Selbstorganisationsfähigkeit, das ist auch Übungssache und das ist anstrengend. Ja, damit bin ich jetzt eigentlich auch schon bei den Vorteilen vom Lernen mit digitalen Medien für das Lernen jetzt aus neurobiologischer Sicht. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, digitale Medien als Tools und da waren ja jetzt auf dieser Tagung ganz viele wunderbare Tools, mit denen man arbeiten kann. Ich möchte vielleicht noch hervorheben, weil ich das auch gesagt habe, da bietet die Zukunft ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben auch das Körperliche mehr reinzuholen. Und ich würde das jetzt nicht nur so als Schnickschnack abtun, sondern genau das würde sozusagen aus biologischer Perspektive auch einen Vorteil wissen. Ich habe zum Beispiel erst vor kurzem gelesen, dass ich glaube, es war ein Kriminalamt in München, hat alte Tatorte digitalisiert und so ein Augmented Reality Equipment angeschafft, damit die Leute in die Tatorte, die natürlich schon längst freigegeben sind, hineingehen können und sich das körperlich anschauen. Und weil es Studien gibt, dass die Aufklärungsquote dadurch steigt. Das heißt, wenn wir uns körperlich in Situationen begeben, dann lernen wir besser. Noch können das digitale Tools nicht so gut, aber die Zukunft ist ja sehr am Fortschreiten. Das ist sozusagen das eine. Das andere ist, wenn ich sage, je viele verschiedene Reizmöglichkeiten wahrnehmbar machen, dann heißt das natürlich auch vielleicht, dass wir über digitale Medien Dinge wahrnehmbar machen können,
und dadurch auch lernen können, die wir vorher nicht wahrnehmen konnten. Weil schließlich ist durch ein Mikroskop schauen auch, aha, ich kann jetzt was wahrnehmen, was ich nicht wahrnehmen kann. Das ist jetzt nicht nur, wenn ich Prothesen habe, wo Leute, denen die etwas nicht wahrnehmen können, das sozusagen künstlich zugänglich gemacht wird, sondern es gibt auch schon Dinge, wo Leute einen Gürtel umgeschnallt bekommen, damit sie die Himmelsrichtungen mit kleinen elektrischen Impulsen wahrnehmen können. Und das ist ganz spannend, wie das jetzt wirkt auf unser Orientierungsvermögen, ob wir uns dann besser orientieren können, wenn wir eine zusätzliche Wahrnehmungsschnittstelle haben mit digitalen Medien. So, diese Tools ermöglichen uns auch immer wieder neue Dinge, die dann, die dann, je nachdem, wie ich sie einsetze, und ich sehe das schon, also mein Sohn liebt auch die Anton-App, ja, weil er da mit Dinge erfahren kann, die steuern natürlich auch die Lernlust. Und gerade Kinder haben ja eine angeborene Neugier auch, wenn man sie erforschen lässt. Also das ist auch sozusagen, neue Dinge haben vor allem im Kleinkindalter und dann im Teenageralter einen höheren Merkwert. Und da können wir natürlich auch sehr viel für die Motivation machen. Und ich möchte jetzt nur zum Abschluss noch drei Bereiche herausnehmen, die ich sehr, sehr zukunftsträchtig finde. Das eine sind Simulationen, wo ich also wirklich etwas erleben kann, was sonst nicht wahrnehmbar ist, und das in einem geschützten Raum erproben. Also sei das jetzt so Cocktail, so bei motorischen Fähigkeiten oder auch in der medizinischen Ausbildung, dass ich quasi jetzt nicht am lebenden Menschen operiere, sondern das in einer simulierten Umgebung ausprobieren kann, das ist ganz wunderbar. Ich frage mich immer, wo sind jetzt die Simulationen? Das ist mein Zeitmesser, dass ich jetzt zum Ende kommen muss. Wo sind die Simulationen, die jeden jetzt erproben lassen? Aha, wenn ich den Anteil der Geimpften verändere, der Ungeimpften, wie verändert sich dann das Intensivbetten, wenn ich jetzt die Kontakte, das könnte man wunderbar simulieren, und so kann jede Person das selbst herausfinden. Das ist jetzt auch nochmal wieder etwas, wenn ich selbst mit allen Sinnen das wahrgenommen habe, dann hat das eine andere Qualität, dann hat es mit mir zu tun, dann habe ich eine Frage auch im Kopf, das hatten wir ja auch schon, dass ich von der Frage ausgehend lerne, und da besteht noch, finde ich, viel Raum nach oben. Und auch dieses eigenständig in eine Welt hineinsteigen. Da gibt es zum Sprachenlernen wunderbare Programme, wo wir dann auch gleich beim spielerischen Lernen sind. Also wo ich ein Rätsel löse und ganz nebenbei dabei Sprache lerne. So wie ich beim Spielen eigentlich generell nebenbei lerne. Und da möchte ich jetzt Game-Based Learning auch noch verwenden, Gamification. Da gibt es ja ganz viele Begriffe. Spielen ist eine evolutionär angeborene Lernmethode. Unser Hirn hat es drinnen, wir spielen Dinge gerne, auch als Erwachsene noch, und lernen dabei ganz nebenbei wichtige Kompetenzen, weil da haben wir nämlich die ganzen Neurotransmitter, die beim Spaß und beim Flow-Gefühl und bei dieser Autonomie, die auch erwähnt wurde, haben wir dann in unserem Hirn herumschwimmen, und das führt zu einer höheren Motivation. Auch hier ist noch viel Luft nach oben, glaube ich, fürs digitale Lernen an Schulen. Eine meiner Lieblings-Apps ist der Lures. Das ist, finde ich, eine ganz tolle spielerische Möglichkeit, um Lesen, Schreiben, auch Rechenkompetenzen zu stärken. Ist eigentlich von der Stiftung für Legasthenie in Deutschland, glaube ich, gemacht. Aber wenn man sich anschaut, wie die Grafik von kommerziellen Lernspielen sich da unterscheidet, frage ich mich immer, ja, kein Wunder, dass die Kinder lieber das spielen als das. Aber auch alle Quiz-Themen, wo er ganz viel auch schon im Einsatz war und ist, spielen da hinein. Also da ist gerade für die Motivation, und die ist wieder wichtig für die Selbstregulation, noch ganz viel Spaß nach oben. Und auch jetzt dieser Bereich der sozialen Interaktion, den ich ja vorher schon angesprochen habe, auch hier glaube ich, dass wir jetzt mit unseren Zoom-Konferenzen ja erst ganz am Anfang sind. Ich habe hier kurz GatherTown einen Ausschnitt gemacht, wo ich mich in einer Lernumgebung, zum Beispiel einer virtuellen Schule, bewegen kann, wo ich quasi ein bisschen embodied bin. Ich kann das Ding steuern, ich kann andere Personen treffen, dann poppen die Kameras auf. Also da ist eine ganz andere, selbstgesteuerte soziale Interaktion möglich, als auf den Plattformen, die wir jetzt so im Bildungsbereich verwenden. Und da kann ich nur sagen, da glaube ich, sehe ich viel Potenzial, weil man eben genau diese Nachteile des digitalen Lernens so
auch aus diese soziale Interaktion, die gerade für neurobiologisches Verfestigen von Gelernten auch ganz wichtig ist, da könnten wir noch viel mehr machen. Und ich denke, das passiert auch. Nicht umsonst nützen Jugendliche und alle diverse Plattformen auch, um sich zu vernetzen. Und ich habe jetzt hier auch noch so ein Padlet reingegeben, diese Teilhabe, dass ich auch selber was beitragen kann und das auch gesehen wird, das ist jetzt auch noch etwas, dieses Selbstaktivsein verwendet andere Netzwerke als diese passive Perzeption, was aber Ihnen als Pädagoginnen eh bekannt ist. Damit bin ich jetzt auch schon sozusagen am Ende meines Kurzüberblicks. Ich hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, dass also viele Dinge da eine Rolle spielen, damit wirken, ganz viel, um Lernen handhabbar zu machen. Das ist also nicht nur eine Sache, das sind ganz viele Dinge, die sich ineinander verweben und auch nach außen hingreifen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen, netten Einblick geben. Und ich glaube, zeitlich bin ich ganz gut in der Zeit und sage jetzt danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Peterson. Also das war sehr interessant, viel zu verarbeiten. Ich darf ein paar Fragen aus dem Chat stellen. Sie haben es teilweise dann auch beantwortet, aber ich würde es einfach vielleicht nochmal kurz illustrieren. Die eine Frage war, worin liegt der Unterschied hinsichtlich Veränderungen im Gehirn, wenn man in einem Buch oder die Beiträge eines sozialen Netzwerks liest? Es gibt tatsächlich recht wenige Studien, die Sie live untersuchen beim Lesen. Der große Unterschied, wenn man jetzt wirklich Buch und Beiträge hat, ist auch die Länge des Beitrags. Also sozusagen im einen ist es notwendig, eine gewisse Kontinuität und eine längere Konzentration aufrechtzuerhalten. Und ich finde das ganz spannend, die Kompetenz des sozusagen langen, konzentrierten Lesens versus die Kompetenz des kurzen, aber durchaus sozusagen sinnerfassenden Querlesens. Vielleicht eine kurze Anekdote. Ich habe Lehrveranstaltungen für wissenschaftliches Lesen und Schreiben für HumanbiologInnen seit 2006, also jetzt wirklich schon, jetzt sind schon 15 Jahre. Und am Anfang war es eher so, dass man den Studierenden oft sagen, also diese Fähigkeit auch gerade in der Biologie quer zu lesen zu können, viele Abstracts durchzuchecken und zu sortieren, zu gewichten, als relevant oder nicht relevant für ihre Fragestellung zu befinden. Das war ein ganz großes Thema vor 15 Jahren. Das ist heute kein Thema. Alle können sehr, sehr schnell querlesen, weil das auch die Art ist, zu der Frage, die wir in sozialen Netzwerken, da wird sehr schnell das Wichtigste, das für mich jetzt gerade Wichtige, wir haben ja das mit der Wahrnehmung und Aufmerksamkeitssteuerung rausgenommen. Und die Fähigkeit jetzt lange, wenn da jetzt eigentlich nichts Wichtiges kommt, dran zu bleiben, die trainieren wir natürlich in so einem Setting weniger. Tatsächlich, ob was gut oder schlecht ist, ist jetzt dann immer eine kontextabhängige Bewertung. In unserer eben informationsreichen Welt ist es einfach auch anscheinend viel wichtiger, sehr schnell Informationen wahrnehmen zu können. Und das bedeutet, wenn wir jetzt eine extra Fähigkeit haben wollen, langes Lesen von Büchern, muss man die vielleicht heutzutage auch mehr trainieren. Und vor 15 Jahren war es genau umgekehrt. Ja. Da musste man nicht so viel querlesen, weil es gab ja überhaupt nicht so viel dauernd verfügbare Informationen. Ich hoffe, das hat das jetzt ein bisschen beantwortet. Ich denke schon. Nächste Frage. Eine wichtige Komponente für die Aufmerksamkeit ist die Bewegung. Wie ist das beim digitalen Lernen? Siehe auch Embodiment. Ja. Also ich glaube, also das ist generell auch beim Lernen sonst wichtig, ne, dass ich kurz aufstehe und zwischendurch Bewegung mache. Und da gibt es ja auch ganz viele Methoden dazu, wie gestalte ich meinen Arbeitsauflauf, welche Bedeutung haben Pausen. Das wird immer so geredet, keine Ahnung, ist jetzt die Pomodoro, ich mache ja auch viel Lerntechnik, Workshops, so nicht nur Schreiben und Lesen, ist jetzt die Pomodoro-Technik super mit 20, 10, 20 oder ist es besser eine Stunde? Das lässt sich nicht so eindeutig beantworten, weil wir eben sehr individuell unterschiedlich ist. Aber was sich schon sagen lässt, Bewegung in den Pausen zu machen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Das heißt, wir haben einerseits diesen Aspekt der physischen Verfasstheit. Da wäre es wichtig, zwischendurch Bewegung zu machen, um unseren Organismus sozusagen gut in Schuss zu halten, was zu trinken und so weiter. Und das andere ist die Bewegung beim Lernen, dass wir also beim Lernen gehen dürfen.
dass wir beim Lernen spezifische Gesten machen dürfen. Dass wir, also es ist ja immer noch verpönt, dass Kinder aufspringen und rumlaufen. Ja, dabei, warum nicht? Ja, also wann entstehen Gedanken? Ja, Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte, dass Einstein immer Geige gespielt hat, wenn er nicht weiterkommen ist. Also das heißt, diese Idee, dass man so sitzen muss und konzentriert an einem Ort arbeiten muss, die entspricht auch nicht unserem Organismus, sage ich jetzt mal. Das Gehirn ist in dem Sinn ein Teil des Organismus. Das heißt, sich hier zu überlegen, einerseits das zu ermöglichen, durch andere Gestaltung von Lernumgebungen, aber auch, welche spezifischen Bewegungen unterstützen denn spezifische Lernprozesse. Da gibt es schöne Studien, dass wenn Mathematiklehrende keine Gesten machen dürfen beim Erklären, also groß, klein, was auch immer, dann sinkt der Merkwert der Lernenden. Ja, also da gab es so ein paar Studien. Also das heißt, sowohl bei der Vermittlung als auch, was tue ich, was kann ich machen, um mir Dinge zu merken? Eine spezifische Handbewegung, ja? Gedächtnisanker setzen irgendwo, also all diese Dinge. Und sei es der Knoten im Taschentuch, den ich zur Hand nehme oder zumindest visualisiere. Also das heißt, Bewegung, glaube ich, eben spielt überhaupt jetzt nicht nur im digitalen Lernen, sondern überhaupt eine viel zu geringe Rolle. Und vielleicht als Beispiel, ich habe vorhin diese Lego-Kids erwähnt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das kennt. Das ist ein Abenteuer, wo ein Monster den jemand gekidnappt hat und die Leute müssen diverse Aufgaben machen, um den zu befreien. Und zwischendurch gibt es ein Energielevel. Und wenn der Energielevel aus ist, dann muss man Turnübungen machen. Das heißt, man kann nicht weiterspielen, bevor man mit diesen Kindern, die machen das vor, Hampelmann und irgendwelche Liegestütze, das muss man machen. Dann, wenn man das 10 Minuten gemacht hat, das kontrolliert jetzt natürlich niemand, das könnte man ja auch mit Kamera kontrollieren, aber alle Kinder, die ich kenne, sind dann, ich muss jetzt wieder Hampelmann Energie tanken. 6-7-Jährige springen dann auf, machen 5-mal Hampelmann. Zumindest ist eine 10-minütige oder so eine 3-minütige in dem Fall Pause einprogrammiert in den Spielverlauf bereits mit dem Anstoß, jetzt Bewegung zu machen. Und sei es jetzt quasi nur so kleine Dinge, die wir auch im digitalen Lernen unterbringen. Und viele Studierende tauschen sich aus, welche Apps es jetzt gerade gibt, die nach 10 Minuten alles runterfahrt oder die für eine 20-minütige Phase das Internet ausschaltet. Das heißt, diese Steuerung von Bewegungseinheiten, Pauseneinheiten, Erholungseinheiten, da ist auch noch viel Luft nach oben im digitalen Lernen, aber ich glaube auch überhaupt in der Gestaltung von Lernprozessen. Entschuldige, das war eine etwas lange Antwort. Na, aber sehr passend. Also es ist jetzt auch besonders durch die Geräteinitiative so, dass Schulen hier ausgestattet werden mit Endgeräten, WLAN ein Thema ist, aber WLAN natürlich auch bedeutet, das ist überall verfügbar und somit sich auch diese Struktur aufweichen kann, dass man nicht immer nur in einer Klasse bleibt, sondern über Arbeitsaufträge in verschiedenen Sozialphasen Gruppenarbeit macht und so weiter. Und da ist ja dann Bewegung automatisch dabei. Also kann man da an dieser Stelle durchaus mitdenken. Ja, eine Frage habe ich noch aus dem Chat. Wie ist das mit Lernen von Videos und direkt im Unterricht? Also es gibt ja dieses Flipped Classroom-Konzept, wo man sozusagen schon sich vorbereitet, gibt es da und dann im Unterricht nochmal die Fragestellungen behandelt. Gibt es da irgendwo Erkenntnisse, Studien oder was ist Ihre Meinung dazu? Also ich sage jetzt mal neurobiologische Studien, ich bin jetzt ja nicht die Bildungspsychologin, da gibt es also andere, viel, viel berufenere Personen. Was ich dazu sagen kann, also Lernen von Videos, ich habe es gerade gesehen, da war auch vorher das Argument, die Augmented Reality kann die reale Welt nicht ersetzen. Ja, natürlich, da fehlen ganz, ganz viele Inputs und so ist das auch bei Videos. Da habe ich nicht diesen physischen Kontakt. Und da gibt es gerade zum Sprachlernen auch Studien, dass vor allem bei kleinen Kindern das einen großen Unterschied macht, ja, ob da eine echte Person ist oder eben dieselbe Person auf Video, macht aber auch einen Unterschied, ob ich schon weiß, dass die Person in echt echt ist. Also sprich, kennen wir uns schon, haben wir ein physikalisches Setting und gehen nur hier und da in das Online-Setting, aber mit der gesamten Erinnerung von der echten Situation. Also das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Dann habe ich die echte Situation schon mal erlebt, dann kann ich die leichter dazufügen, verknüpfen, diese Erinnerungsnetzwerke, wenn ich das jetzt mal ausnahmsweise nur auf Video sehe. Aber natürlich ist die Aufmerksamkeit jetzt sozusagen nicht so leicht darauf zu richten. Gilt aber auch nicht immer, wenn man auf der Uni Wien in einem Nebenschauraum die Vorlesung gestreamt kriegt, weil es gibt kaum mehr Luft, es ist dunkel und laut, ist vielleicht auch die angenehmere Umgebung, wo ich mich besser konzentrieren kann,
das Video. Also insofern lässt sich das nicht so verallgemeinern. Dann, also das einmal zum Punkt Video. Und das Thema Flipped Classroom, das hat, finde ich, noch einen ganz anderen wesentlichen Aspekt. Unser Gehirn ist dafür gemacht, Lösungen auf aktuelle Probleme zu finden. Und darin ist es echt sehr gut. Vor allem wir als Menschen haben alle möglichen komischen Environments besiedelt, haben diverse Probleme gelöst, wir können fliegen und so weiter. Das heißt, wenn sich eine Idee stellt, ein Problem, eine Frage, dann tickert auch unser Unbewusstes ewig nach. Das heißt, diese Netzwerke sind uns ja nicht alle bewusst, da sind uns eigentlich nur wenige bewusst. Das heißt aber nicht, dass unser Gehirn nicht aktiv ist. Das beste Beispiel ist, wenn Ihnen irgendwas nicht einfällt und dann 3 Tage später unter der Dusche fällt es Ihnen ein. Sie haben jetzt nicht bewusst daran gedacht, aber in Ihrem Unterbewusstsein war diese Frage, dieses Problem weiterhin präsent. Die Netzwerke haben gearbeitet und irgendwann, pop, kommt dann die Antwort in Ihr Bewusstsein. So funktioniert unser Hirn gut und wir merken uns auch solche Antworten dann ziemlich lang. Also deswegen fragegeleitetes Lernen. Währenddessen umgekehrt, auch das wurde schon erwähnt von der Frau Meyer-Rabler, dieses antwortenorientierte Lernen, dass wir jede Menge Antworten in uns hineinspeichern und dann irgendwie auch noch Konzepte haben müssen, damit wir die richtige zum richtigen Zeitpunkt finden, so funktioniert unser Gehirn nicht. Das war noch diese Wissen als Objekt-Idee, die dann alles rein und dann irgendwelche Ordnungssysteme, damit man sie auskennt. So funktionieren wir aber eigentlich nicht. Und deswegen Thema Flipped Classroom, ja, also zuerst was ausprobieren, dann stellen sich Fragen, was kann ich nicht, dann kriege ich die Antworten erklärt oder ich probiere es selber aus und merke, aha, was kann ich schon, was kann ich nicht, ich kriege nicht irgendwas erklärt, was die eine Hälfte der Lernenden eh schon weiß, das zweite Drittel kommt nicht mit, ja, also ich finde, das sind sehr gute Konzepte, ich glaube aber, dass manchmal wird das ja auch so gehandhabt, dass man quasi beim Lernen sich allein gelassen fühlt. Ja? Also Flipped Classroom ist ja so, da wird sehr viel Verschiedenes drunter verstanden, sage ich jetzt einmal, von der ursprünglichen Idee der Physiker ausgehend. Aber sozusagen es ist ganz wichtig beim Flipped Classroom, dass ich diese Ansprechperson habe, die mich betreut. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass ich jemanden habe, an den ich mich wenden kann, das haben wir auch schon gesehen in den Ergebnissen von der Frau Dr. Spiel, das spielt eine ganz wichtige Rolle in diesen Konzepten. Aber das Fragegeleitete, sozusagen das Explorative, das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut und auch aktivierend. Ja, danke für diese ausführliche Antwort. Es gibt ja auch unterschiedliche Konzepte des Flipped Classrooms, wie Sie angedeutet haben, Double Flipped und so weiter. Aber ich nehme mir mal mit, dass das eine interessante Methode ist und dass es wichtig ist, dass man diese Personalisierung auch betrachtet, sprich, dass sich die Lehrkräfte selbst auch filmen, ja? Weil hier eben auch andere Faktoren mitspielen, wie Sie das erwähnt haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Petersen. Das war wirklich ein toller Abschluss unserer Fachtagung. Also wunderbar. Also es war jetzt sehr erfrischend, auch darüber nachzudenken. Und da wird es wahrscheinlich bei einigen jetzt auch, wenn sie an die frische Luft gehen, ich gehe davon aus, das wird jetzt für manche der Fall sein, nochmal darüber nachdenken können. Herzlichen Dank nochmal, Frau Petersen. Und ich bin jetzt eigentlich am Ende der Fachtagung angelangt. Waren wieder mannigfaltige, interessante Vorträge, leider eben in der Online-Variante und nicht in Präsenz. Wir hätten es uns so sehr gewünscht. Ich bedanke mich wirklich nochmal beim Thomas und beim Harald von der virtuellen BH, die hier sehr kurzfristig eingesprungen sind und das ganz toll im Hintergrund gemanagt haben, damit wir zu diesem tollen Ergebnis gekommen sind. Also man merkt ja auch schon, im zweiten Jahr Zoom und Co., dass man alle einen sehr professionellen Umgang damit hat. Da gibt es von der Kommunikation schon sehr gute und gezielte Steuerung. In diesem Sinne bedanke ich mich auch bei allen, die durchgehalten haben und wünsche jetzt im Anschluss noch ein schönes Wochenende und wir werden unsere Materialien und die ganzen Videoaufzeichnungen selbstverständlich wieder im Download-Bereich bereitstellen und lade schon ein zu den Praxistagen e-Education im kommenden März,
die gemeinsam mit der EINAG vom 21. bis 23. März an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich stattfinden werden und hoffentlich eben dadurch auch wieder in Präsenz. Vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen.